Okay, lieber Dominik, jetzt reden wir über eines meiner Lieblingsthemen, über das Fasten. Ich habe dir zu Beginn erzählt, dass ich sehr lange wirklich chronisch krank war, mit schweren Symptomen eigentlich, und habe dann ganz, ganz viele Dinge probiert. Und eines der Dinge, die am meisten dazu beigetragen haben, meine Gesundheit zu verbessern, war das Intervallfasten. Und ich bin sicher, dass du das noch näher erläutern willst. Also welche Bedeutung hat der Verzicht auf Lebensmittel für unsere Gesundheit? Also es gibt einen ganz interessanten Spruch zum Fasten, der heißt: Wenn eine Krankheit durch Fasten nicht geheilt werden kann, dann kann sie wahrscheinlich auch nicht geheilt werden. Also Fasten bedeutet ganz simpel ausgedrückt nichts essen und außer Wasser oder Gemüsesaft auch nichts trinken. Und viele der Zuschauer denken jetzt sicherlich, oh je, ja, da werde ich wohl abmagern, ich muss auf meine Leibspeisen verzichten, ich gehe ein wie ein Primelchen oder ich habe keine Energie und kann nicht arbeiten. Ich werde jetzt ganz schwach oder sogar noch krank und so weiter und so fort. Lass uns ehrlich deshalb als nächstes mal anschauen, was denn Fasten eigentlich bewirkt. Genau, also Fasten, ganz einfach ausgedrückt, es verschafft erstmal unserer Verdauung Zeit zum Durchatmen. Es ist ja allgemein bekannt, dass der Großteil unserer Energie in die Verdauung fließt. Und durch das Fasten, da kann unser Körper die Energie hernehmen und zum Beispiel ja für unseren Hausputz verwenden. Und besonders gut können dabei auch unsere Mitochondrien regenerieren. Warum ist es so? Naja, weil ein sogenannter Spareffekt auftritt. Bedeutet, die Zuckerverbrennung, die wird reduziert und die Fettverbrennung wird aktiviert. Und dadurch wird auch weniger ATP benötigt, sowie produziert. Und indem jetzt die Fettverbrennung angekurbelt wird, da werden die darin abgelagerten Schadstoffe freigesetzt und gelangen sofort in unser Blut, in unsere Lymphe und vor allem in unser Gehirn. Und man muss wissen, dass die Gifte vor allem im Fettgewebe gespeichert werden. Deshalb ist es auch immens wichtig, vor allem bei lang anhaltenden Fastenkuren, und damit meine ich eine Woche oder länger, dass diese freigesetzten Giftstoffe auch unbedingt gebunden und ja abtransportiert werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Gifte können zu ja schwersten Erkrankungen führen, vor allem neurodegenerativer Art. Und deshalb sollen auch meiner Ansicht nach nur vorab entgiftete Menschen auch länger als einen Tag fasten. Und unbedingt sollte man auch immer zusätzlich Bindemittel einnehmen, wie zum Beispiel Chlorella aus Indoor-Algen oder anorganische Pulver wie Heilerde, Zeolit oder Kieselgur. Die sollte man unbedingt zum Einsatz bringen oder aber auch regelmäßig Darmeinläufe durchführen. Das gehört alles dazu, um letztendlich eine sogenannte Rückvergiftung zu vermeiden. Und Vorsicht ist natürlich auch bei Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer oder ALS-Patienten geboten. Denn durch die gerade erwähnten vermehrte Freisetzung von diesen Giftstoffen, da können natürlich diese Arten von Krankheiten verschlimmert werden. Und solche Patienten, das ist ganz, ganz wichtig, die dürfen zunächst erstmal kein Gewicht abnehmen. Hier müsste man zuallererst verschiedene Detox-Verfahren einsetzen, um diese Gift- und diese Schwermetallquellen zu eliminieren. Und das könnte man zum Beispiel, oder das könnte beispielsweise eine Zahnsanierung sein, oder man arbeitet mit Chelatmitteln wie DMPS, DMSA oder ja, NBMI zum Beispiel auch. Und erst dann könnte die Gewichtsabnahme sicher erfolgen.
Und aufgrund dieser genannten Aspekte in den letzten Minuten, da empfehle ich grundsätzlich das intermittierende Fasten, da es einfach aus meiner Sicht ja die sicherste Methode ist. Und in dem Sinne, dass hier die freigesetzten Gifte und Schwermetallmengen deutlich geringer sind. Und beim intermittierenden Fasten, da wird kurz, aber dafür regelmäßig gefastet. Und diese Methode, die praktiziere ich selbst tagtäglich seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe diese auch an zahlreichen Klienten weiterempfohlen und ja, mit erstaunlichen Ergebnissen, so muss ich es einfach mal hier sagen. Und es gibt bezüglich Intervallfasten auch unzählige Bücher auf dem Markt, wie zum Beispiel das sehr gute Buch Intervallfasten für ein langes Leben, schlank und gesund von Petra Bracht. Genau. Lass uns in den nächsten Minuten mal näher auf das Intervallfasten eingehen, Erich. Also wie sieht diese Methode genau aus? Wie kann ich mir das im Detail vorstellen? Ganz einfach, man fastet 16 Stunden und isst im Zeitraum von 8 Stunden idealerweise 2 Mahlzeiten. Das geht relativ simpel, wenn man beispielsweise um 19 Uhr die letzte Mahlzeit isst und anschließend bis zum nächsten Vormittag um 11 Uhr aufs Essen verzichtet, dann hat man es schon geschafft. Mehr ist es auch nicht. Hört sich, ja, wie gesagt, sehr, also ganz einfach an. Und ein Beispiel aus meinem Leben auch nochmal, damit man sich das besser vorstellen kann. Also ich beginne zum Beispiel meinen Tag immer morgens mit einem frisch gepressten Gemüsesaft, wie schon erwähnt, auf nüchternem Magen, der mich mit allen Mineralstoffen, Vitaminen und Enzymen versorgt. Der Fastenprozess wird dadurch, wie ja vorhin bereits erwähnt, nicht unterbrochen. Und ansonsten nehme ich 2 Mahlzeiten pro Tag zu mir. Zum allerersten Mal esse ich um ca. 12 Uhr. Und hier sollte meiner Ansicht nach auch die erste Mahlzeit erfolgen, da zu dieser Zeit die stärkste Verdauungskraft vorhanden ist. Bedeutet, dass das Frühstück für mich wegfällt. Also ich lasse das bewusst weg, um die Entgiftung weiter zu fördern, denn wir befinden ja uns zu dieser Zeit, also in der ersten Tageshälfte von früh bis mittags, befinden wir uns in der Entgiftungsphase. Und man kann mittags zum Beispiel einen grünen Smoothie zubereiten mit diversen Wildkräutern oder Sprossen als Grundlage, wie wir es vorhin gesehen haben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und auch zahlreiche Rezepte im Internet zu finden. Und bis zu meiner zweiten Mahlzeit um ca. 17 bis 18 Uhr, da versuche ich auch auf jegliche Zwischenmahlzeiten zu verzichten, weil unser Verdauungssystem sich zwischen diesen Mahlzeiten ja sehr gut reinigt, beziehungsweise von selbst reinigt. Und deshalb empfehle ich auch den Zuschauern am besten immer einen Zeitabstand zwischen den Mahlzeiten von, ja, Pi mal Daumen 4 bis 5 Stunden einzuhalten, damit einfach diese Reinigungsaktivität nicht durch irgendwelche Zwischenmahlzeiten unterbrochen wird. Und außerdem empfehle ich, nicht zum Essen zu trinken, denn dadurch werden wiederum die Verdauungssäfte verdünnt. Und ich halte beispielsweise immer einen Abstand von 30 Minuten vor dem Essen und circa 1,5 Stunden nach dem Essen ein. Und ich habe es auch noch im Einführungsvideo erläutert, dass die Reihenfolge und die Kombination auch der Lebensmittel eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und lass uns auch noch mal kurz darauf eingehen, Erich, weil es so, so wichtig ist. Also mit diesen beiden Themen, da könnte man, um ehrlich zu sein, auch mehrere Interviews durchführen. Kurz und knapp, die richtige Reihenfolge, die sollte sich am besten an der Verdauungsdauer der einzelnen Lebensmittel orientieren. Bedeutet, Lebensmittel, die am schnellsten verdaut werden, die werden zuerst gegessen.
und schwerverdauliche Lebensmittel ganz zum Schluss. Beispiel, damit auch das nochmal klarer und verständlicher wird. Also wenn ich ein Dessert oder eine Wassermelone zum Nachtisch esse, dann wird es extreme Probleme mit der Verdauung geben. Weil die Wassermelone, die würde man auf leeren Magen nach spätestens einer halben Stunde, würde ich mal schätzen, verdauen. Und wenn ich jedoch eine Mahlzeit aus Fisch und Kartoffeln zuallererst essen würde, dann muss diese Wassermelone so lange warten, bis sie an der Reihe ist. Das heißt, sie beginnt zu gären, es entstehen Gase, Alkohol. Wie ist das Ganze zu verstehen? Also man hat herausgefunden, dass die Nahrung nach der Aufnahme nicht kunterbunt vermischt wird, sondern auch genau in der Reihenfolge verdaut wird, wie man die Nahrung verspeist hat, also Lage für Lage. Und das ist auch der Hintergrund hierfür. Kurzer Ausflug dazu, machen wir weiter mit dem Tagesplan. Also Mittagessen, wie gesagt, circa 12 Uhr und die letzte Mahlzeit so gegen 17 bis 18 Uhr. Das ist auch wichtig, dass man nicht zu spät ist. Am besten vor circa 18 bis 19 Uhr, da zur Schlafenszeit der Magen bereits nahezu leer sein sollte, ohne dass sich irgendwelche Hungergefühle einstellen, auch wichtig. Und außerdem sollte man abends nichts essen, was den Insulinspiegel in die Höhe treibt, auch wenig Fett zu sich nehmen, weil es unser, wie soll ich sagen, ja, gesund und jung machen das wichtiges Melatonin reduziert und das ist der Hintergrund hierfür. Genau, und mit diesen intermittierenden Fasten, da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, wie gesagt, und auch meine Klienten, weil man besonders am nächsten Morgen fit, vital und nicht gerädert aufgrund zu späten Essens aufwacht. Ja, und da ich auch generell auf mein eigenes Körpergefühl achte, da weiß ich einfach, dass dieses intermittierende Fasten eine gute Sache ist. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, da erreiche ich jeden Tag eine Fastenzeit von beinahe 19 Stunden. Und neben diesen intermittierenden Fasten, da praktiziere ich auch selbst ein eintägiges Fasten einmal pro Woche. Und ich beginne damit nach dem Mittagessen und faste bis zum Mittag des nächsten Tages. Und das ist eine einfachere Methode. Das hört sich erstmal schwierig an. Also schwieriger an, als es tatsächlich ist. Und nochmal auch, was passiert in dieser Zeit mit unserem Körper und vor allem mit unseren Zellen? Also in dieser Fastenphase, da hat unser Körper ausreichend Zeit, sich zu regenerieren und sich zu reinigen. Es kommt auch diese sogenannte Autophagie zum Tragen. Das haben auch sicherlich schon mal die meisten gehört. Was ist das? Was ist diese Autophagie? Also die Autophagie, das ist die zelluläre Müllbeseitigung und diese sorgt letztendlich für den Austausch von kranken und toten Zellen durch junge und gesunde Zellen. Und dank dieser Autophagie, da werden ja quasi die toxischen Altlasten weggeräumt durch unsere Makrophagen und das hält uns in erster Linie geistig und körperlich fit und ja, verhindert die Entstehung von Degeneration. Und das Fasten, das wirkt zudem auch sehr positiv auf unser mentales Wohlbefinden aus. Also wir sind im Einklang mit uns selbst und man wird einfach von einem wunderbaren Gefühl innerlich erfüllt, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Das heißt, unsere Zellen, die werden sowohl auf materieller Ebene als auch auf energetischer Ebene gereinigt. Bedeutet letztendlich, dass negative Energien auch gereinigt werden. Und deshalb empfiehlt sich das Fasten, vor allem auch bei Depressionen, bei Neurosen, bei Angststörungen und psychiatrischen Störungen. Und außerdem hat man, wie auch eingangs erwähnt, deutlich mehr Energie zur Verfügung. Nach zum Beispiel 6 Stunden Schlaf, da ist man bereits fit und vital und hüpft ja voller
Elan aus dem Bett, also würde ich das aus eigenen Erfahrungen schildern. Und viele stellen sich dann die Frage, wie ist denn das überhaupt möglich? Ich esse doch gar nichts. Wo kommt die ganze Energie her? Und dann beginnen sie zu verstehen, dass diese überwältigende Energie nichts mit der Menge an Futter zu tun hat, die man in sich hineinschaufelt. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Genau, und neben der Energie, neben der Reinigung und neben der Regeneration während der Fastenphase, da werden auch die Wachstumshormone aktiv und diese sind unter anderem dafür zuständig, unseren Muskelaufbau zu fördern, unseren Körperfettgehalt zu regulieren und auch zur Knochengesundheit beizutragen. Also abschließend kann man sagen, dass Fasten die beste Methode ist, meiner Ansicht nach, um unseren Körper von sämtlichen Giftstoffen und auch Schlacken zu befreien. Und man gibt ihm auch die Gelegenheit, ja, innere Wunden auch zu heilen und diese Entgiftung und die Ausleitung von Toxinen und Schwermetallen, die man im Fasten erfolgt, ist aus meiner Ansicht nach auch die Grundvoraussetzung, um unsere Mitochondrien zu beleben und für ein neues Lebensgefühl zu sorgen.